bei veränderten Handlungsweisen, die dem mediativen Element nahe kommen, Projekteffizienzen steigert. Es wurde uns ein begleitender Mediator vorgestellt, aber man lernt dazu. Und was unheimlich witzig ist, wir sind einander noch immer unheimlich verbunden. Man kann es nie richtig machen, aber man muss zu den Leuten gehen und mit ihnen reden. Jetzt sehen wir wieder, dass die Mediationsklauseln verstärkt kommen, und ich halte das auch wirklich für den besten Weg der Streitbeilegung. Für uns ist es wichtig, dieses Thema vor allen Dingen als präventive Konfliktbehandlung innerhalb des Unternehmens einzusetzen. Ich habe 7 Ziele, davon gibt es nur ein wirtschaftliches. 6 Ziele drehen sich darum, wie entwickle ich die Teams, wie mache ich die Führungskultur.